meine Antworten. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Ja, und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Zuschauerfragen. Edischewitsch antwortet. Wir haben heute ein paar weniger Fragen, es sind keine zwei Blätter, ein Blatt nur und auch nicht voll beschrieben, sodass die Chance besteht, dass ich heute innerhalb von 30 Minuten alle Fragen beantworten kann. Fangen wir gleich an. Zur ersten Frage. Sind unbekannte Flugobjekte, UFOs, in Russland ein Thema? Hier in Deutschland werden diese von der Regierung ins Lächerliche gezogen, während in anderen EU-Ländern dies nicht der Fall ist. Also, ich habe da nicht irgendwie was bemerkt, dass das hier bei uns in Russland ein Thema ist. Ich lese ja nun sehr, sehr viel im Internet. Aber dass das irgendwo ein Thema ist, womit sich Privatpersonen oder staatliche Stellen beschäftigen, tut mir leid, ist mir keinerlei Informationen in Erinnerung. Wenn wir mal von irgendwelchen Filmen absehen, ja, da sind natürlich, Filme sind immer interessant in der Richtung, aber im täglichen Leben, nein, ist mir nichts bekannt. Und es wird auch nichts ins Lächerliche gezogen, es ist einfach kein Gesprächsthema. Die nächste Frage, gibt es außerhalb der Kirche noch ein kulturelles Leben der Russlanddeutschen? Gibt es deutsche Zeitungen, Theater, Schulen? Ja, wir haben ja insgesamt, weiß ich nicht genau, der Fragesteller, ob er die Frage gestellt hat für Russland insgesamt oder nur für Kaliningrad. Ich versuche mal beides irgendwie zu beantworten. Wir haben in Russland ja rund 394.000 Russlanddeutsche, die offiziell sich als Russlanddeutsche bezeichnen. Inoffiziell wird gesagt, die gleiche Anzahl gibt es nochmal, nur diese Leute haben sich nicht als Russlanddeutsche registrieren lassen und legen auch keinen Wert mehr auf ihre historische Vergangenheit. Demzufolge sie sind Russen und das war's dann. Die Masse, ungefähr 50% aller Russlanddeutschen, an sich fast 100% aller Russlanddeutschen leben im russischen Mutterland, ungefähr 50% im Bereich Sibirien. Ich hatte mal, schauen wir mal auf die Grafik, da sehen Sie zum Beispiel Altai mit 51.000, Omsk mit 50.000, Novosibirsk 31.000, Kemerovsk 23.000, Krasnojarsk 22.000 und Tjumen 21.000. Also insgesamt 200.000, die in diesem Gebiet wohnen, 50% aller Russlanddeutschen. Die haben ihre eigenen Dörfer. In den Dörfern gibt es Schulen, Kindergärten, deutschsprachig. Es gibt Zeitungen, die dort vor Ort ausgegeben werden und erarbeitet werden. Wir haben in Moskau die Moskauer Deutsche Zeitung, das ist im Prinzip das Hauptorgan für die Russlanddeutschen. Die sind auch im Internet vertreten mit einer elektronischen Ausgabe. Selbstverständlich, es hindert niemand daran, dass die Russlanddeutschen ihre eigene Kultur entwickeln. Es ist sogar gewünscht, dass Kulturhäuser organisiert werden, Theater organisiert werden, dass die deutsche Kultur gepflegt wird, dass die deutsche Sprache gepflegt wird. Das ist alles gewünscht und wird gefördert. In Kaliningrad ist es so, dort haben wir rund 7.400 Russlanddeutsche, das sind 0,7-0,8% der Gesamtbevölkerung. Die sind organisiert in den Kreisen. Dort gibt es dann auch Organisationen, kulturelle Organisationen, Nationalkulturen, müssen wir nochmal nachgucken, wie das genau heißt. Und wir hatten hier in Kaliningrad bis vor wenigen Jahren noch das Deutsch-Russische Haus, das sich leider nicht an die mit Deutschland abgeschlossenen Verträge gehalten hat. Das Haus wurde geschlossen und es gibt jetzt eine andere Organisation,
die sich um die deutsche Kultur, die Kultur der Russlanddeutschen hier in Kaliningrad kümmert. Es ist das Kulturzentrum und Wissenszentrum der Russlanddeutschen in der Ulica Jaltinskaja. Auch dort gibt es Sprachkurse, Theaterveranstaltungen, Treffen zu irgendwelchen Feiertagen, Weihnachten, Ostern und so weiter, wo dann auch mit Musik und Tanz und Gedicht und so weiter. Also das existiert alles und kein Mensch hat was dagegen. Ganz im Gegenteil. Es ist ja eine Bereicherung der Kultur. Schulen. Schulen gibt es auch für Russlanddeutsche im russischen Mutterland, dort wo die Masse der Russlanddeutschen konzentriert ist. Die können auch ihre eigene Schule dort eröffnen, alles kein Problem. Können im Internet mal nachschauen. Ich gucke auch noch mal, ob ich irgendwo einen Link finde und stelle das dann unten ein, damit sie sich dann einen Eindruck verschaffen können. In Kaliningrad selber haben wir keine Schule für Russlanddeutsche. Bringt auch nichts, weil Russlanddeutschen sind im ganzen Kaliningrader Gebiet verstreut. Wir haben, blende ich auch nochmal ein Diagramm ein, in der Stadt Kaliningrad haben wir, mal gucken, 1000 und noch was Russlanddeutsche. Also es lohnt sich nicht für so wenige, die ja natürlich noch weniger Kinder haben, eine extra Schule aufzumachen. Ja, soweit denke ich mal, sollte die Beantwortung ausreichen. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, nochmal nachhaken. Die nächste Frage. Es war wieder sehr interessant. Übrigens, wenn es nach mir geht, müssen Sie nicht nach 30 Minuten aufhören. Ich hätte auch nichts gegen 60 oder 90 Minuten Länge. Bei diesem Format vergeht die Zeit wie im Fluge. Ja, ich kann auch anderthalb Stunden schwatzen. Nur ich glaube, wir sollten es versuchen, bei diesen 30 Minuten zu belassen. Maximal 45 Minuten, wenn es sehr viele Fragen sind. Weil ich sehe es ja auch bei anderen, die anderthalb Stunden, zwei Stunden Formate haben. Mir liegt das nicht so richtig und ich kann mir auch nur sehr schwer vorstellen, dass ich jemanden oder dass ich eine größere Anzahl von Zuschauern eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden vorm Computer mit meinem Format fesseln kann. Deshalb sollte es möglichst kompakt sein. Die Fragen kompakt und die Antworten kompakt und das Video kompakt. Deshalb, ich versuche es bei 30 Minuten zu belassen, in Ausnahmefällen mal ein bisschen mit überziehen. Aber trotzdem vielen Dank natürlich, dass Sie Interesse zeigen. Die nächste Frage. Sie haben darauf hingewiesen, dass die Kommentare bei beiden Kanälen moderiert werden. Ich weiß, dass es viele Putin- bzw. Russland-Hasser in Deutschland gibt. Tauchen solche Hasskommentare auch bei Ihnen auf? Oder kurz gefragt, müssen Sie viele Kommentare löschen? Ja, wissen Sie, im vergangenen Jahr, als urplötzlich für mich völlig unerwartet der Kanal an Popularität gewonnen hatte, also der Hauptkanal an Popularität gewonnen hatte, hat mich diese Flut von Kommentaren völlig unvorbereitet getroffen. Und ich war selber schockiert, was dort alles kommentiert wurde. In einer Aggressivität, in einer niedrigen, äußerst niedrigen Qualität. In der ersten Zeit wusste ich nicht, wie ich es handeln sollte, denn einen Kommentar zu löschen, es ist ja Zensur und ich wollte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich zensiere. Aber letztendlich habe ich mir gesagt, ich lasse mir lieber vorwerfen, dass ich zensiere, aber schaffe eine gewisse Ordnung und Disziplin auf meinem Kanal. Damals habe ich sehr viel gelöscht, vielleicht, keine Ahnung, 5%, vielleicht sogar 10% aller Kommentare. Die Qualität der Kommentare hat sich in der Zwischenzeit verbessert. Viele von denen, die sinnlose Kommentare eingestellt haben, haben wohl festgestellt, zum einen werden sie von mir moderiert, erst freigeschaltet, wenn ich sie gelesen habe. Die Chance also, dass irgendjemand einen Kommentar liest, bevor ich ihn lösche, ist null. Und die sind alle weg. Ich habe einige Leute blockiert, wobei diese Blockade an sich relativ sinnlos ist,
denn die schaffen sofort sich ein neues Profil und kommentieren dann weiter. Aber ist egal. Wie gesagt, die Qualität hat sich in der Zwischenzeit erheblich verbessert, wobei ich sagen muss, ich bin noch lange nicht zufrieden. Ich möchte ja gerne, es ist ja ein wissensvermittelnder Kanal. Das heißt, ich möchte Ihnen Informationen anbieten, die für Ihr Wissen, für Ihren Erkenntnisstand wichtig ist, und Sie sollen mir mit Ihren Kommentaren helfen, meinen Wissensstand zu verbessern. Die Kommentare, die dem nicht entsprechen, wo ich sage, es bringt mir nichts, die lösche ich. Zum Beispiel Kommentare, die nur aus bunten Bilderchen bestehen. Rote Herzen, blaue Herzen, grüne Herzen, was weiß ich, weg. Daumen hoch, Daumen runter, da und so weiter, weg. Irgendwelche Fähnchen und so weiter, weg. Es bringt nichts. Von mir werden gelöscht direkte Beleidigungen von Kanalzuschauern an andere Kanalzuschauer. Völlig egal, wer sie ausspricht. Das gibt es bei mir nicht. Wenn jemand mit irgendwas nicht einverstanden ist oder mit irgendjemandem nicht einverstanden ist, dann kann man das kulturvoll sagen. Man muss ihn nicht zum Haupthelden eines Romans von Dostojewski machen, also zum Idioten oder sonst irgendwelche kräftigen Ausdrücke gebrauchen. Schwierigkeiten habe ich jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer ganzen Reihe von Leuten, die offizielle Persönlichkeiten beleidigen. Zum Beispiel Frau Merkel oder Herrn Biden oder Herrn Putin. Wenn man mit der Politik dieser Leute nicht einverstanden ist, dann kann man das doch kulturvoll sagen und muss diese Leute nicht mit kräftigen Ausdrücken beschimpfen. Dadurch ändert man die Leute ja sowieso nicht. Und häufig ist es so, dass man mit kräftigen Ausdrücken sich selber in eine Ecke stellt und sagt, den kannst du nicht ernst nehmen. Aber wer versucht, in kulturvoller Art und Weise darzulegen, dass er mit der Politik von Frau Merkel nicht einverstanden ist, weil das, was sie gesagt hat, am so und so vielten, die und die Äußerung, die trifft nicht zu, weil, ja, das hat dann schon ein anderes Format, das ist in Ordnung, und alle verstehen, dass die Popularität von Frau Merkel vielleicht doch nicht so ist, wie sie Frau Merkel sich selber wünscht. In kulturvoller Art und Weise zum Ausdruck gebracht, hat das wesentlich mehr Wirkung. Und vermutlich werde ich dort in den nächsten Wochen jetzt mehr Einfluss nehmen und diese Beleidigungen ja, dann auch nicht mehr freischalten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, vielleicht am Tag, dass ich, wenn wir mal die bunten Bilderchen weglassen, vielleicht zwei, drei Kommentare lösche. Kommentiert werden aber einige hundert Kommentare am Tag. Ja, und was die Blockierung anbelangt, bei der Blockierung gehe ich sehr differenziert vor. Erstens, irgendjemand fällt mir irgendwann mal auf und dann bekommt derjenige helfende Hinweise, indem ich auch kommentiere und ihn darauf aufmerksam mache, dass mir seine Art und Weise nicht gefällt. Er möchte doch bitte irgendwie korrigieren. So, ja, und wenn das dann nicht beachtet wird, na, dann wird er dann halt irgendwann blockiert. Und dann kann er sich wieder eine neue Identität zulegen und kann dann wiederkommen. Bevor er blockiert wird, ist dann aber so, dass ich erstmal die Kommentare, die er einstellt, nicht freischalte. Das ist dann immer schon mal ein Signal, dass er kurz davor steht, blockiert zu werden. Ja, ich hoffe, dass ich die Frage beantwortet habe. Die nächste Frage. Die offiziellen Seiten sagen, dass die Einreise vom Westen nach Russland nicht möglich ist. Nur der Flugverkehr lässt dies zu. Können Sie dies bestätigen? Nein, kann ich nicht bestätigen. Ins russische Mutterland kommen Sie natürlich nur mit dem Flugzeug. Logisch. Ich glaube nicht, dass sich dort jemand irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt groß die Mühe macht mit dem Auto da durch halb Europa durch, um dann irgendwie eine Landgrenze überschreiten zu können. Aber Kaliningrad als Beispiel, dort können Sie sowohl mit dem Flugzeug einreisen wie auch mit dem Auto. Wenn Sie die Einreisevoraussetzungen natürlich erfüllen. Aber ansonsten, bitteschön, Auto. Es gibt sogar eine Art Linienverkehr mit Bussen und Sie können auch zu Fuß. Das heißt, Sie können mit dem Fahrzeug bis an die polnische Grenze, laufen dort zu Fuß rüber. Also Mamonowa 2, der Grenzübergang ist geöffnet, zeigen Ihre Pässe vor und so weiter und lassen sich dann auf russischer Seite, keine Ahnung, von Bekannten oder
Taxi oder was abholen. Also Informationen stimmen nicht. Wobei Sie natürlich, Sie müssen die Voraussetzungen erfüllen. Einfach nur so, oh, ich bin Tourist, ich will mir mal da die Landschaft angucken, da wird Sie keiner reinlassen. Und da werden Sie auch kein Visum bekommen. Aber wenn Sie begründeten Einreisewunsch haben und im Besitz eines Visums sind, dann können Sie auch auf dem Landweg rein. Die nächste Frage. Also den Goldfisch vor dem Aquarium kennen wir schon. Aber wie viele hat es im Aquarium? Ja, danke für das Kompliment. Wie viel ich da drin habe, weiß ich, weil ich mich in den Fischarten nicht auskenne. Ich tausche regelmäßig aus, das heißt austauschen gar nicht, ich fülle auf, weil eigenartigerweise verschwinden immer mal wieder Fische, obwohl ich die, die da drin sind, gut füttere. So, aber wie viele Goldfische ich da wirklich drin habe, keine Ahnung. Zumindest hat mir bisher noch nicht ein einziger einen Wunsch erfüllt. Aber fressen wollen sie immer haben, jeden Früh. Die nächste Frage. Gibt es noch die Möglichkeit der kurzfristigen Einreise touristisch ohne Visa für einen Kaliningrad-Besuch? Nein, gibt es nicht und hat es auch nie gegeben. Um nach Kaliningrad zu kommen, mussten Sie immer schon ein Visum haben. Wenn Sie jetzt meinten, das elektronische Visum, das gibt es nach wie vor, gibt es jetzt nicht nur für Kaliningrad, sondern für sehr viele Städte in Russland. Das ist seit 1. Januar diesen Jahres in Kraft. Nur es existiert zum jetzigen Zeitpunkt theoretisch, weil natürlich keine Einreisen erfolgen, touristische. Und wenn das Corona-Theater irgendwann mal beendet ist und so weiter, wird es sofort in Kraft gesetzt und Sie können zu Hause sitzen am Computer, können Ihr Visum, elektronisches Visum beantragen. Innerhalb von 4 Tagen bekommen Sie die elektronische Einreisebestätigung und auf geht's, Pajacheli. Aber ein Visum, egal wie es heißt, elektronisches Visum, Touristenvisum, Businessvisum und so weiter, brauchen Sie nach wie vor für Kaliningrad, für Russland. Kaliningrad ist Russland, also gibt es dort keinerlei Sonderregelungen. Die nächste Frage. Laut einem Bericht von RT hat Russlands Ministerkabinett einen Gesetzentwurf zur Kündigung des Abkommens zur Vermeidung doppelter Besteuerung mit den Niederlanden in die Duma eingereicht. Es wäre interessant zu erfahren, wie die Duma diesbezüglich abstimmt. Meines Wissens dient dieser Gesetzentwurf dazu, Steuerflucht zu vermeiden und dringend benötigte Mittel für die Infrastruktur und Soziales im Land zu behalten. Ja, das ist richtig. Ich hatte ja auch in der vergangenen Woche darüber kurz informiert gehabt. Russland ist dabei, Ordnung zu schaffen in den sogenannten Offshore-Zonen und will zukünftig natürlich den Abfluss von Kapital aus dem Land verhindern. Man hat angefangen, im vergangenen Jahr die Steuern anzuheben. Das heißt, Gewinne werden in Russland besteuert mit 15%, Gewinne, Dividende, egal wie wir es nennen wollen, jetzt mit 15%. Früher waren es 5-10%. Es gibt jede Menge Unternehmer, die in Russland und mit Russland viel Geld verdienen. Das Vertrauen ist da, dass man hier viel Geld verdienen kann. Aber das Vertrauen, das verdiente Geld in Russland zu belassen und wieder in Russland zu investieren, das ist anscheinend nicht da. Das schickt man dann in den Westen, in der Hoffnung, dass es dort sicher ist. Aber wir wissen ja, dass es dort nicht sicher ist. Die tägliche Praxis zeigt es ja. Die Sanktionen, wo Gelder eingefroren, beschlagnahmt werden und so weiter und so weiter. Gut, aber sie schicken es dorthin. Warum? Weil in diesen Offshore-Zonen häufig 3%, 2%, 5% besteuert wird. Und wenn Sie, was weiß ich, 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen ins Ausland schicken, dann macht dann 5% Unterschied in der Besteuerung doch schon ein recht nettes Sümmchen aus. Und Russland hat nun die Besteuerung im eigenen Land auf 15% angehoben, was natürlich den Export des Geldes noch beschleunigen würde. Und deshalb hat Russland alle Länder, mit denen es ein Doppelbesteuerungsabkommen hat, aufgefordert, dass die ihre Steuersätze für Kapital, was aus Russland kommt, auch auf 15% anheben, sodass die Steuersätze ausgeglichen sind, es keinen Unterschied mehr gibt. Man hat angefangen, mit den Ländern zu sprechen, wo das meiste Kapital hin abfließt.
Malta, Zypern, Luxemburg haben bereits gesagt, jawohl, sie heben ihre Sätze an und das Thema ist durch. Die Niederlande wollen es nicht machen. Demzufolge hat der Premierminister Mishustin die Regierung angewiesen, das Abkommen zu kündigen. Und derjenige, der jetzt nach Kündigung des Abkommens Geld nach die Niederlande überweisen will, bezahlt zuerst hier 15% Steuern, dann geht das Geld raus und bezahlt dann nachher nochmal in den Niederlanden. Keine Ahnung, was dort bezahlt wird, nochmal 3%, 5%, 10% Steuern. Das macht natürlich niemand. Es gibt keine Dummköpfe, schon gar nicht im Finanzsektor. Und demzufolge wird zukünftig natürlich viel, viel, viel Geld im Land bleiben, was wir hier sehr gut verwenden können. Das Geld, was nicht ins Ausland gebracht werden kann, geht ja nicht verloren. Der russische Staat bietet ja an, lasst das Geld hier, investiert es in eure eigenen Unternehmen oder gebt es uns, damit wir hier irgendwie was machen können. Und wir sind bereit, dafür euch gutes Geld zu bezahlen. Zinsen oder sonst irgendwie was. So. Also wir werden dort den nächsten qualitativen Schritt gehen. Und irgendwann steht auch das Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland auf dem Prüfstein, aber anscheinend fließt nach Deutschland nicht so viel Geld ab. Demzufolge steht Deutschland in der Prioritätenliste wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten. Also ich begrüße das, dass Russland auch auf dem Gebiet Ordnung schafft. Die letzte Frage. Mich und andere bestimmt auch würde interessieren, wie das Corona-Theater aktuell in Russland gehandhabt wird. Einschränkungen welcher Art, Kritiker an den Maßnahmen, eventuell Lockdowns, Impfungen, ob Sputnik auch eine Gentherapie ist, Nebenwirkungen, Impfpassverbrechen, Kündigung bei Nichtimpfung bzw. Nichttestung und so weiter. Fangen wir damit an. Ich verstehe auch einiges nicht. Sie vergleichen ja jetzt mit der Situation in Deutschland und wollen wissen, wie es in Russland ist. Ich verstehe auch einiges nicht. Deutschland macht sehr, sehr viel. Lassen wir es jetzt mal außen vor, ob Sie damit einverstanden sind oder nicht. Aber Deutschland macht ja sehr, sehr viel, um mit dem Corona-Problem zu kämpfen. Es gibt sehr viele Verbote, sehr viele Einschränkungen. Und trotzdem verbessert sich die Lage in Deutschland nicht. Und das ist für mich so eine Art biologisches Problem, was ich gerne verstehen möchte. Warum ist das so? Und ich habe für mich persönlich noch keine Erklärung gefunden. Trotzdem ja die Einschränkungen in einer derart umfassenden Form sind, man müsste doch dann was merken, dass die Infektionen, die Neuinfektionen zurückgehen. Aber sie gehen nicht zurück, sie steigen. Wie kann das sein? In Russland haben wir alle diese Einschränkungen nicht. Jede Woche werden Erleichterungen verkündigt. Das ist nicht mehr notwendig, das ist nicht mehr notwendig. Wir haben noch nie diese hochwertigen Masken tragen müssen, wie Sie sie jetzt in Deutschland tragen. Wir haben immer noch die ganz normalen Masken. Und die müssen auch nur dort getragen werden, wo es zu Menschenansammlungen kommt. Also in geschlossenen Räumlichkeiten, im Supermarkt zum Beispiel. Wer dort keine Maske trägt, der wird eben nicht bedient an der Kasse. Aus, vorbei. In öffentlichen Nahverkehr. Wer die Maske nicht aufsetzt, fährt der Bus nicht ab. Aus, vorbei. Bestraft wird nicht. Es gab einige Meldungen, sagen wir, im Großraum Moskau, wo bestraft wird, wo sogar einige Gerichtsverfahren durchgeführt worden sind gegen Personen, die gegen Corona-Regelungen verstoßen haben. Aber so, dass der einfache Bürger irgendwie zur Kasse gebeten wird, irgendwie bloß weil er eine Maske nicht getragen hat oder was, das gibt es nicht. Also an sich, das, was ich in Kaliningrad beobachte, wir führen ein ganz normales Leben in Restaurants, in Kinos, die Fitnessclubs haben im Wesentlichen schon wieder auf. Ich selber darf auch, es verbietet mir niemand, ins Albatros zu gehen, morgens um 6 Uhr meine Schwimmrunden dort zu absolvieren und in die Sauna zu gehen. Nur es gibt Empfehlungen des Gouverneurs, der sagt, Altersgruppe 60 plus
bleibt noch zu Hause. Ihr seid die Gruppe, die den größten Anteil an Neuerkrankungen stellt. Zwischen 30 bis 50% aller täglichen Neuinfizierungen sind Personen im Alter 60 plus. Demzufolge sage ich mir, okay, Anton Andreevich, Sie empfehlen, dass ich zu Hause sitze. Dann sitze ich eben zu Hause und versuche eben nicht an irgendwelchen Massenveranstaltungen teilzunehmen. Ich gehe mir davon aus, dass Ende April, Anfang Mai auch diese Einschränkung aufgehoben wird. Weil bei uns sind die Zahlen, sowohl die Infektionszahlen sind sehr stark rückläufig. Die Todesfälle, die jetzt offiziell angezeigt werden, sind weniger stark rückläufig. Das hängt aber damit zusammen, dass die Zahlen, die heute veröffentlicht werden zu den Todesfällen, die sind real de facto gestorben vor 2 Monaten. Ehe man das alles abgearbeitet hat, dass es dann in die Statistik einfließen kann, vergehen in Russland 2 Monate. Demzufolge sind die Zahlen zu den Todesfällen, die heute bekannt gegeben werden, die Zahlen, die vor 2 Monaten gestorben sind. So, ich hoffe, ich konnte darauf antworten, was hier ist, hier mit Sputnik eine Gentherapie ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe mir Anfang der Woche die Spritze geben lassen, sehen an sich, ich hoffe, ich mache einen vernünftigen Eindruck auf Sie. Mir geht's gut, alles prima, alles bestens. Die nächste Spritze, die zweite, bekomme ich am 5. Mai, bekomme dann mein Zertifikat und tja, aus vorbei. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vergessen Sie nicht, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie in die Kommentarfunktion oder übermitteln Sie mir irgendwie anders. Ich werde mich dann wieder melden in einer Woche und bis dahin tschüss und Baka aus Kaliningrad.